Der Schönheitswahn in den eigenen vier Wänden. Zumeist Frauen sind mit ihrem Körper unzufrieden und hungern für die Traumfigur. Um abzunehmen, wird auf Mahlzeiten verzichtet, zu Leitprodukten gegriffen oder zwei Wochen lang ein spezieller Speiseplan verfolgt. Wie effektiv kann eine Diät sein? Ernährungsmediziner Professor Dr. Hans Hauner aus München bricht die Lanze für kleine Fettpölsterchen. Fettgewebe ist ein Energiespeicher beim Menschen, und zwar ein sehr wichtiger. Das ermöglicht dem Menschen in Zeiten, wo wenig Essbares zur Verfügung steht, dann doch genug Energie zu haben für die verschiedenen Organe. Insofern ist das Fettgewebe überlebenswichtig. Die Ausgangssituation hat sich im 21. Jahrhundert jedoch deutlich geändert. Die meisten Menschen leben im Überfluss, müssen keine Fettdepots für schlechte Zeiten anlegen. So wird zumeist zu viel Energie aufgenommen. Und diese überschüssige Energie wird vom Körper dann eben gespeichert. Er weiß ja nicht, wie es sozusagen aussieht in den nächsten Wochen. Und das führt eben dazu, dass jede Kalorie, die nicht gebraucht wird, gespeichert wird in Form von Fettgewebe. Und bei einer chronischen Überernährung führt das dann zu einem Wachstum der Fettdepots und damit zum Übergewicht. Um dieses Übergewicht loszuwerden, müsse man lediglich in der Sauna ein wenig schwitzen. Ein Mythos. Fett kann man leider nicht in der Sauna wegschwitzen. Das Einzige, was rausgeht, ist Wasser. Wenn man sich hinterher auf die Waage stellt, wiegt man oft 1-2 Kilo weniger. Aber das ist leider nur Wasser. Der Mehrverbrauch durch die Sauna hält sich sehr in Grenzen. Es wird zwar der Kreislauf auch aktiviert und so weiter. Man braucht ein bisschen mehr Energie, aber das ist am Ende wenig. Und die Gewichtsabnahme, die man hinterher dann feststellt, hat mit Fettverbrennung überhaupt nichts zu tun. Wenn es mit dem Schwitzen nicht klappt, versprechen unzählige Diäten, das Wunschgewicht erreichen zu können. Ob Punkte zählen, Kohlsuppe kochen oder auf Kohlenhydrate verzichten, dafür berühmt ist beispielsweise die Atkins-Diät. Hier ernährt man sich hauptsächlich von Eiweiß und Fett. Das ist im Grunde eine sehr, sehr einseitige Kost, weil eine Ernährung ohne Kohlenhydrate vielen Menschen schwerfällt. Auch wenig schmeckt, lässt sich gar nicht lange durchhalten. Das ist das Gute bei der Atkins-Diät, dass die meisten Menschen dann doch nach wenigen Wochen wieder aufhören, weil sie einfach genug haben von den ewigen Fleischklöpsen ohne Brot. Das macht auf Dauer keinen Spaß. Und das ist auch gut so, denn die Atkins-Diät ist dadurch natürlich sehr, sehr einseitig und auf Dauer für den Menschen eher problematisch. Man nimmt zwar relativ schnell an Gewicht ab, weil einfach alle Kohlenhydrate weggelassen werden. Das spart ja schon gut 40% der Gesamtenergie ein. Aber auf Dauer ist diese Diät eher gefäßschädigend, hat eher Nachteile und wird von uns nicht empfohlen. Weil Diäten meist einseitig, radikal und nicht als Dauerlösung angelegt sind, machen sie in den Augen der Ernährungswissenschaftler keinen Sinn. Wenn wir einen hohen Blutdruck haben, gehen wir auch nicht her, behandeln den 4 Wochen und dann hören wir wieder auf damit. Und genau das passiert bei einer Diät. Die Leute schränken sich für kurze Zeit ein, um dann nach Gewichtsabnahme wieder zu den alten Essgewohnheiten, aber auch zu den alten Fehlern zurückzukehren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Viel sinnvoller ist es zu schauen, wo sind vielleicht meine persönlichen Schwächen und Problempunkte, und an denen sollte man ansetzen. Und wenn man das geschickt macht, dann schafft man es auch, seine Ernährung gesünder zu gestalten, auch damit sein Gewicht besser zu kontrollieren und trotzdem Spaß beim Essen zu haben. Denn das Ganze muss ja langfristig angelegt werden und beibehalten werden. Nur dann kann man sein Gewicht gut im Griff behalten. Bei einer Umstellung der Ernährung muss man auch nicht mit einem Jojo-Effekt rechnen. Neben einer Ernährungsumstellung ist auch eine tägliche Aktivität hilfreich, um hartnäckigen Fettdepots den Kampf anzusagen. Beispielsweise beim Joggen verbrennt der menschliche Körper sowohl Zucker als auch Fett. Wichtig dabei ist es, bereits Muskeln zu haben, deren Energieverbrauch sich dann steigert. Ein Klassiker für die gute Figur sind Bauchbeine-Po-Trainings. Doch einzelne Körperpartien gezielt zu reduzieren, stellt der Experte in Frage. Fett am Bauch ist eher das schnelle Fett. Das wird etwas schneller mobilisiert, wird aber auch schneller wieder aufgebaut. Insbesondere bei sportlichen Aktivitäten
wird dieses Bauchfett besonders gut genutzt, aber gleichzeitig werden eben auch andere Fettdepots abgebaut, wenn wir ein Energiedefizit haben. Also leider ist es nicht möglich, gezielt an bestimmten Stellen Fett abzubauen. Das lässt sich nicht machen. Die meisten Deutschen sind zu dick. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts sind etwa 44% der Frauen und 60% der Männer übergewichtig oder adipös. Eine schnelle Diät ist dennoch keine Lösung. Eine bewusste Mischung zwischen Essen, Genuss und körperlicher Aktivität ist der wahre Schlüssel zur gesunden Traumfigur und einem echten Wohlgefühl.